Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein neues Format und zwar reacten wir. Wir reacten heute aufs Ringen. Wrestling turns into MMA, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sie sich dann schlagen und so. Ne? Jake ist auch mit am Start, sag mal kurz Hallo. Hallo. Und ja, wenn ihr Bock auf sowas habt, like das Video, kommentiert. Ich denke, wir fangen einfach direkt an, oder? Ja, fangen wir mal an. So, bin mal gespannt. Let's go. Boah, guck mal, Kopfstoß und so. Alter, oh, guck mal. Was für eine Schlägerei. Guck mal, das ist Russland, da geht's immer so ab. Wie die sich für die Lagen geht, das gibt's gar nicht, ne? Machen wir weiter, ich bin mal gespannt. Ja, aber auf einmal alle dazu kamen. Ja, okay. Ich meine, Ringer kann schon austeilen, sicherlich. Man darf nicht naiv sein. Sportlerisch werden die schon ein paar Moves hinbekommen. Aber wenn Leute untrainiert sind, sieht das ist schon ein bisschen tollpatschig aus, gell? Das mit dem Treten und so, okay? Du machst schon mal, ey. Alter, was da los ist. Ja. Ah, okay, das kennen wir. Sadolaje, einer meiner Lieblingsringer. Der ist immer noch zerstört, aber machen wir Pause. Was viele, oder was ihr jetzt nicht wisst, dieser Schlag kam nach der Aktion. Also der hat die gemacht, der hat diese Schulterdreher, Unterachsel hat der gemacht und dann irgendwo im Kampf kam dieser Schlag. Achso, aus Dings Frust, beziehungsweise genau, der konnte nichts bewegen. Und die haben das jetzt so geschnitten, dass das so aussieht, er hat den geschlagen und der Rot hat sich gerecht und hat den jetzt auseinandergenommen. Das denkt man jetzt so, aber also das ist eigentlich so. Ganz ehrlich, das ist ein No-Go, das ist absolut unsportlich, genau, asozial, weil das ist ein Ringsport und wenn ihr im Ringsport, nur weil ihr zurückliegt, da Kopfstöße gibt oder da jemanden schlägt, das ist asozial. Das ist asozial. Immer fair bleiben, Leute. Ja. Fair bleiben, das ist wichtig. Das ist wer sich schlagen will, soll MMA machen. Ja, ganz so. Genau so ist das. Ja. Sogar noch TU, Das ist das Finnland. Ist das Finnland? Ja. Freunde, morgen fliegen wir nach Finnland. Haben wir einen Lehrgang. Ein Moment, Finnland, ihr fliegt für 10 Tage hin, glaube ich, genau, der Lehrgang. Ja. Macht ihr MMA oder bleibt ihr beim Ringen? Mal gucken, wie die Finnen drauf sind. Oh ne. Weiter? Ja. Achtung. Oh, aber der hat ihn heftig geschlagen, ey. Wie der Brustmann? Ja. Jo! Ey, das bei der nur wegen Frust wahrscheinlich. Ja, der Kampf ist sogar vorbei. Ja. Wo soll denn der Effekt der Unbeherrschbarkeit kommen? Der Schiedsrichter gibt den Urteil, dass sie auch ersichtlich, er weiß ja, dass er verloren hat. Wir wissen jetzt nicht, wie der Kampf war. Ich kenne den Kampf auch nicht. Ja, ob da sehr, sehr falsch oder sehr parteiisch gepfiffen wurde oder ob der andere im Kampf geschlagen hat. Aber nach dem Kampf unnötig, komplett unnötig. Ja. Aber was will man da sagen? Mach weiter, komm.
Türke, oder? Ja, oh, aber das ist. Das ist aber auch asozial. Jetzt egal, wie ein Junge oder wie auch immer, man merkt ja, das ist ein sehr junger. Vielleicht kind. Sogar der Vater, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber in der Öffentlichkeit, da als Trainer so, das ist Erniedrigung, ja, das passt nicht. Muss ja. nicht sein, sowas. Die können schon hart durchgreifen und sagen: Hier, du bringst die Leistung nicht, du wirst genau, rausgekickt, so ja. der Nächste strengt sich viel besser an und. Du hast die Gelegenheit nicht mehr verdient, aber doch nicht sowas. Unnötig, ja, finde ich auch. Unnötig. Aber wir müssen auch dann auch noch sagen, kennst du diesen Kampf komplett vielleicht? Ich kenne den nicht komplett. Den kenne ich nicht, aber ich kann mir schon denken, aber dann hat ja der Junge wahrscheinlich Scheiße gebaut, irgendeinen Scheiß gemacht, aber ist es trotzdem ein Grund, den so zu schlagen. Ich meine, das war jetzt kein heftiger Schlag, sag ich mal, aber ich sehe manchmal... Aber es ist eine Erniedrigung. Genau, und auf der EM oder so sehe ich sehr oft, wie die so 3-4 Mal die Trainer auf Ding schlagen und so. Sogar, die schlagen sogar die Frauen, also, weißt du. Ja, das habe ich auch gehört, also der Frank hat mir da auch so ein paar Beispiele genannt. Das muss nicht sein, ey, Das ist scheiße, Jungs. Aber jetzt für Türkei, das repräsentiert meine Meinung überhaupt nicht die Türkei. Die haben eine ganz andere Beziehung. Ich sag auch, also ich weiß jetzt nicht, wer das ist als Trainer, den erkenne ich hier nicht. Aber der sagt mir gar nichts. In der Türkei, die Nationaltrainer, die kenne ich ja auch persönlich eigentlich. Bei der EM und WM reden die immer zusammen. Und die sind eigentlich alle super nett. Also die schreien zwar jemanden auch oft an, und so, aber nie in dem Schlagen oder so. Ich kenne auch kein Beispiel. Ja, also es ist fehl am Platz. Ich würde als türkische Ringerföderation diesen Trainer auch mit rausnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war... Das ist Bundesliga, ne? Das ist in der Bundesliga passiert, das kenne ich das Video. In der deutschen Bundesliga? Ja. Ey. Wer ist denn das? Kennst du den? Ich weiß nicht, aber ich habe mal den Namen gehört gehabt. Ey, eigentlich schon witzig. Der haut den auf einmal, ohne dass irgendwas war. Mach mal ein bisschen zurück. Ohne dass irgendwas war, auf einmal, gell? Der hat aber Ellenbogencheck gegeben, gell? Achtung. Boah, Alter. Der kann mit dem Ellenbogen richtig austeilen. Ja. Ja, und ja, so, das ist ja das immer das, wo ich sage, das gibt's gratis dazu. Weil das Ding ist schon effektiv, muss man sagen. Leute, wenn ihr nicht wie er enden wollt, dann müsst ihr den Kanal abonnieren, sonst gibt's einen Ellenbogen gratis. So. Nee, aber wir bleiben innerhalb der Disziplin. Ja, also wenn MMA ist, dann machen wir MMA, aber wenn Ringen ist, no-go. Also ganz ehrlich, jetzt der sieht zwar aus wie Maschine, aber der Rote hätte das ja bei ihm auch hinbekommen. Aber muss das sein? Im Ringen, vor allem Bundesliga. Unnötig, ja. Egal, wir machen weiter. Also ich würde den Athleten nicht mehr einsetzen. Nee, Risiko sowas. Für den Verein. Der muss nochmal Bundesliga gesperrt werden für sowas. Ja, das sind ja richtige Dings. Der Verein bekommt ein Problem. Ja, der Geldstrafe wird kriegen die jetzt. Ja. Geldstrafe, Probleme und so einen Athleten würde ich doch niemals einsetzen. Nee. Risiko. Der hat gesessen gehabt. Jo. Russland wieder. Oh, jetzt kommen die Amerikaner. Das mit dem Russen, das ist ja auch Erniedrigung gewesen, unten da die Arschtritt zu geben, so unnötige Sachen. Ami? Das ist auch Yo. Und der geschlagen wurde, hat aber nichts gemacht. Nee, der ist dann ruhig geblieben. Ja. Mhm. Es gibt, ich erkläre euch mal kurz, wie das eigentlich im Ringsport abläuft, wo es nicht so extrem ist. Es gibt sehr viele Ringer, die
asozial ringen, ja, oder dass so irgendwie die ringen und geben dir mal so eine Pfosten, um dass du das siehst und so, ne? Sowas geht eigentlich überhaupt nicht. Das ist alles nur faire Sportart und ich weiß, dass international, ich sag mal, asozial gerungen wird, härter gerungen wird auf jeden Also Fall. so dirty halt Genau, so also. dieses Dirty Wrestling. Aber Leute, guck mal, sowas, das ist richtig unsportlich und wenn ihr euch kloppen wollt, wie Jack gesagt hat, geht ins MMA. Aber wenn ihr ringen wollt, dann nur richtig. Dann bleibt Die bei Regeln Regeln, entsprechend, ja. ja. Ja, Sowas das ist geht aber gar auch ein nicht. Garant für Dings Schwäche. Genau, Weil ja. wenn einer im Ringen nicht bei den Regeln bleiben kann, der ist nicht gut genug, um MMA zu machen, ja. Ja. Und tut dann halt das im Ringsport, wo es ein No-Go ist, dann trotzdem mal Für mich ansetzen. ist einer, der da sich im Ring schlägt und so einfach ein Idiot. Man kann sich aufregen, kein Problem, du kannst dich nach dem Kampf tot aufregen, wie du gerungen hast, aber du darfst auch deinen Gegner, was kann denn dein Gegner dafür, dass du verloren hast? Das ist dann Ey, deine guck mal, Schuld. überleg mal, wenn jemand ein Schachturnier macht, schlägt man doch den anderen nicht kaputt, weil Ja, der Dings genau. gewonnen hat. Also, Freunde, es war ein gutes Video, fand ich. Das Video war gut, aber ich bin aufgeregt. Also das hat mich Ja. aufgerührt, also im negativen Sinne. Ich schwöre Ja. es. Also ich hätte überall Dislike gegeben jetzt, falls ich die Sportler, die geschlagen haben, Ja. abwerten könnte, würde ich das an der Stelle machen. Okay, dann beenden wir das Video. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wenn ihr mehr von diesem Content sehen wollt, kommentiert, was wir anschauen sollen. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt. Und ich habe schon Bock, da ein bisschen mehr zu drehen in die Richtung. Ja, ich bin dabei. Mach's Okay, gut. alles klar. Bis demnächst. Ciao.